Diese Date-Idee ging fast in die Hose. Seit rund 15 Jahren sind Wayne, 45, und Annemarie Carpendale, 45, jetzt schon ein Paar, und fast 10 davon verheiratet. Vor 4 Jahren bekamen sie außerdem einen Sohn namens Metz. Auch nach all der Zeit sind die TV-Stars noch immer sehr glücklich miteinander. Ein Teil ihres Liebesrezepts sind wohl die süßen Überraschungen, die der Moderator gerne für seine Frau plant. Doch eine davon ging gehörig schief. Wayne hat mal fast die Bude abgefackelt, als er romantisch sein wollte. Gegenüber Bild verriet der 45-Jährige jetzt, wie ein Rosenbad im Kerzenschein zu einer Vollkatastrophe werden konnte. Nach unserem Bali-Urlaub hatte ich versucht, es den Balinesen nachzumachen. Ich wusste nicht, dass Teelichter durchbrennen können und tiefe schwarze Löcher ins Parkett machen. Ich hatte damals 150 Teelichter aufgestellt und dementsprechend schlimm sah danach das Parkett aus, erinnert sich Wayne. Ich wusste auch nicht, dass Rosenblüten ätzen können. Die Badewanne war danach eigentlich durch. Klingt so, als hätten die Carpendales die Feuerwehr rufen müssen? Nein, aber es war knapp, betont Wayne. Das Parkett und die Badewanne waren kaputt, die Wände voller Wachs. Wir haben selbst gelöscht und sehr viel gelacht.